Ja, hallo und herzlich willkommen zu Destroy All Humans 2. Los. Heute zocken wir den ganzen Bund mal an, denn, wie ihr schon euch denken könnt, geht auch Local Co-op Mode. Ja, der ein oder die andere erinnern sich noch an Destroy All Humans 1. Da haben wir schön unten im Hof uns die Analsonnen hin reingedrückt. Nur Kalle. Stimmt, wir haben nur Kalle die Analsonnen reingedrückt. Ist jetzt der zweite Teil erschienen. Und für alle, die Destroy All Humans nicht kennen, es war halt so, ich glaube, Anfang der 2000er ein ziemlich legendäres Action-Adventure. Und wurde jetzt geremaked. Und ist halt, ja, ziemlich erfolgreich gewesen, weshalb es jetzt den zweiten Teil gibt. Und den spielen wir heute. Gibt halt Singleplayer, aber Local oder generell Co-op, auch Online, Remote Play, alles Mögliche. Spielt so in den 60er Jahren, dieses typische stereotypische Alien-Ding. Die kommen halt auf die Erde und nehmen ihre Proben von den Leuten. Spielt in Japan, in Russland, in England. Hast du dich gesehen? Gesundheit. Dankeschön. Und wir schauen da heute mal rein. Gibt's für PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 und Xbox Series X. Story Core. Ja, scheint doch Story zu sein, ne? Genau, jetzt ist die Frage, wie wir das jetzt machen. Ne? Wir machen mal Veteran, oder? Ja. Zweiter Part wird auch bei standardmäßig freigeschaltet, das ist ja cool. Ganz da oben. Was? Zweiten Part. Mit deinem Controller? Ja, P1. Guck mal, drücke das zum Join. Aha. Einer muss mit Maus und Tastatur und einer. Nee. Ah, nee. Geil! Jetzt, hä? Sind wir aber jetzt mal beide da. Das klappt ja ultra gut. Ich hätte gedacht, Alter, wir müssen jetzt ein bisschen rumfuchsen. Ja, Alter, die Clowns. Das ist ja ultra geil. Hier gibt's so einen Stier. Da geht's aber viel zum Freistand. Geht's um. Nee. Jetzt ist die Frage, haben die besonders. Wasser, ich weiß auch nicht. Haben die irgendwie andere Fähigkeiten oder. Nee, ich glaube, das sind nur, optisch wahrscheinlich. Ja. Aber was ist hier denn? Die Kleidung, ne? Oder der Anzug. Ja. Das ist ja mal. Okay, ich würde jetzt einfach mal den Stier nehmen. Ich nehme den Krampus. Miniatur, Stier, Ziege, Kuh. Mutant. Perfekt. Das ist gut. X. Ja, geil. Hä? Okay, ich habe irgendwie, keine Ahnung, man geht nicht mehr so davon aus, dass diese Dinge gut funktionieren, aber. Humans of Planet Earth be advised. Ach so. Oder? Was steht da? Okay. Okay, da stand einfach nur, dass einfach sehr vieles, auch Wording und alles von damals übernommen wurde. Ja. Und nicht angepasst wurde. Ah, die brennen halt wirklich, die beiden, ne? Kennst du Mars Attack? Den Film? Nee. Das ist halt wirklich das als Film. Also so ungefähr. Was quasi passiert in Mars Attack? Ja, Mars Attack kommen Aliens auf die Erde und schießen auf Menschen und denen platzen dann die Köpfe und so. Ach du meine Güte. Ja. Nur hier. Aber halt es ist halt richtig überzogen. Also es ist übelster Trash. Ja. Leute, ist übrigens ein Werbevideo für THQ Nordic. Sind ja so die Nekromanten der Gaming-Industrie. Die immer diese alten Brands. Hat die US-Regierung eine Invasion einer außerirdischen Spezies namens Furoren vertuscht. Deren wichtigster Agent war dieser Furone, Cryptosporidium 137. Gefährlich, unvorhersehbar und nun verstorben. Also, was ist das Problem? Das Problem, Genosse, ist, dass Furonen sich klonen und überzeugend als Menschen auftreten können. Stimmt. Und sie waren dadurch in der Lage, Cryptosporidium 138 ins Weiße Haus zu bringen. Und amerikanisches Volk bemerkt nicht? Das war ein guter. Ja. Schlimmer noch, dieser neue Kryptoklon enthält rein phronische DMS, die aus menschlichen Gehirnen gewonnen wurde. Dahinter steckt Orthopox 13, das Hirn der phronischen Invasion. Er ist auch Träger einer mysteriösen neuen Mutation, die wir nur als sein Ding kennen.
Oh. Diese Außerirdischen stellen für die Sowjetunion eine ernste Gefahr dar, Genossen. Genossen. Und daher müssen sie vernichtet werden. Ich liebe dies. Das ist so dieses typische, wie nennt man das? In diesem Moment ist Präsident Krypto in Bay City, wo er einen Jugendkulturfestival hypert. Und Orthopox? Er führt Experimente im furonischen Mutterschiff durch. Diese wilden, verkommenen Wesen. Mit solchen Leuten kann man nur auf eine Art umgehen. Revolution! Hä? Also ja, da bist du. Das kann nichts Gutes bedeuten. Grüße, Genosse. Mutter Russland schickt ihre Grüße. Erwartest du, dass ich dich anflehe, Mensch? Nein, kleine Furone. Ich erwarte, dass du stirbst. Meiner ist größer. LMAO. Okay, oh Gott. Okay, ich bin oben. Ich nehme den mal. Ich hab hier die Zivilistin. Top. Ich brutzel die mal. Okay, erstmal die Steuerung. Wie ging das jetzt nochmal? Ich habe ihr gehört. Ey, habe ich das gerade richtig gesehen, dass unsere Basis gesprengt wurde? Ja, ich glaube, Mutterschiff. Und wir sind jetzt alone? Irgendwer, weil der Kopfschmerzen hat. Den habe ich. Willst du ihn rösten? Ey, aber... Achso. Ich kann meine... Ja? Ja, wir müssen erstmal kurz auf Steuerung laufen. Was kann ich jetzt machen? So, X ist irgendwas mit Train. Okay, also mit RT können wir die... Brutzel. Wir können die aber auch hochheben. Oh lol. Oh lol. Hoppala. Okay. Man kann dashen, man kann springen. Ja, bei deinem Gameplay sind wir jetzt ein bisschen drüber. Wollen wir uns mal nach oben verschieben? Ja, perfekt. Ein bisschen kleiner noch. Ja, geht doch, oder? Ja, weil mein Arm ist hier noch zu drin. Aber ja, ist doch in Ordnung. So, okay. Also, die Russen haben uns richtig gebumst, glaube ich. Ja, und... Ja, war das so eine Menschenstation, die uns das zerstört hat? Ja, das... mit LT kannst du, die Leute anvisieren. Sitzen wir über dem Text, aber ist ja nicht schlimm. Ach krass, er hat überlebt. Okay, wohin? Also mit LT kannst du... Genau, wir haben unten eine Map. Ah ja. Und oder folgen wir einfach nochmal. Hier ist eine Telefonzelle. Mensch. Okay, ich bin gelb und du bist weiß. Hoppala. Wer greift denn hier mit Meteoriten irgendwie an? Ich glaube, das sind die Teile der Raumstation. Ach die so. Die ist heftig. Ja ordentlich zerstört worden, ne? Ich stell jetzt mal, glaube ich, ein bisschen lauter. Na gut. So. Wie war das nochmal? Ich versuche gerade zu rekapitulieren. Man muss irgendwie Hörne sammeln. Was ist jetzt los? Ist hier irgendwas gelandet? Nee. Ja, alles wieder normal. Wie war denn das nochmal? Also, na egal, wir gehen jetzt erstmal zur Absturzstelle. Müssen wir hier rechts, glaube ich. Ach, so eine schöne Vorstadt hier, hör mal. Es ist halt immer eine Vorstadt. Echt? Ja, Mann. Also, was heißt immer? Aber bei Alien-Invasion. Immer Vorstadt. Immer Vorstadt. Oh, da ist ein Gegner. Laut Minimap. Und hier müssen wir jetzt theoretisch auch nochmal rechts. Irgendwie kann man nicht fliegen oder so? Ich weiß nicht, haben wir so... Oh, wie hast du das gemacht? Hier oben. LB. Aber das ist noch alles gesperrt. Ah ja, ich sehe. Das sind wahrscheinlich ganz so viele Fähigkeiten. Moin. Ja, da sind so ein paar Brees. Zack. Wie? Oh. Psychokinese. Hebe mit markierte Menschen und Gegenstände auf oder lass sie fallen. Ja, haben wir. Das machen wir schon die ganze Zeit, glaube ich, oder? Ja. Hey, jetzt gibt's ein Tutorial.
Für stärkere Würfe gänzlich aufladen. Aha. Schleudern Sie gegen etwas oder schmeißt Sie einfach gegen Horizont. Bricht das Aufladen jederzeit ab. Y drücken. Okay. Ja, also. Ah, okay. Ah, ja. Da müssen wir einfach nochmal drücken. Nee, einfach loslassen. Okay. Müssen wir irgendwas kaputt machen? Wir müssen hier zur Abschussstelle. Stimmt, ja. Hier. Oh, da ist ein kleines UFO. Da ist unser Chef. Jetzt hocken wir halt mitten im Bild. Was zum... Oha! Warum bin ich ein Minotaure? Ist es jetzt so sein Hologramm? Achso, ja. Er ist in die Tonne. Ja, logisch. Ach, sonst wäre er gestorben, oder was? Also die Story ist, glaube ich, dass wir jetzt quasi gestrandet sind, kann das sein? Scheint so. Aber unser Chef lebt noch? Er hat sich, glaube ich, vielleicht in so ein Programm installiert, weißt du? Bevor er Krypto! Das Mutterschiff ist irgendwie vernichtet worden und ich bin in lauter kleine Stücke zerballert worden. Glücklicherweise war ich noch in der Lage, eine Kopie meines brillanten Geistes in diese Holobox-Einheit zu laden, bevor das Schiff explodiert ist. Oh, das ist ja wirklich ein Glück. Ein virtueller Pox. Ja, ja. Das ist aber schon ein wenig einschränkend. Vor allem für diesen kleinen Körper. Ja, ja. Und meanwhile er? Ja, ja. Ja! Okay. Ja, okay. Und so, die Russen haben, glaube ich, eine Rakete auf das Mutterschiff geballert. So scheint mir. Du hörst ja gar nicht, wie... Das ist ganz leicht hier. Weißt du, wo ich die finden kann? Ich war in der Lage, einige Datenkerne abzuwerfen, bevor das Mutterschiff getroffen wurde. Aus denen kannst du vielleicht ein paar Waffen retten, falls du sie finden kannst. Aber leicht wird das sicher nicht. Der Humor von dem Game ist so Banane, Alter. Okay, also wo sind diese Datenkerne? Das ist es ja. Sie hätten jederzeit und überall in die Atmosphäre einbringen können. Und daher könnten sie auch überall auf dem Planeten sein. Ah, und das erklärt auch, warum man überall auf dem Planeten stattfinden wird. Er wurde direkt nach meiner Holoprox-Einheit abgeworfen. Also landete er relativ in der Nähe. Pox wegen Datenkern ausfragen. Lahme Ausrede für das unbewaffnete Auftreten abgeben. Aber wir sind noch bewaffnet, oder nicht? Ja, ein bisschen. Aber wir brauchen was ein UFO. Ist ein Datenkern? Oh ja. Du hast nie studiert, oder? Ein Datenkern ist ein Gerät, in dem man Waffen oder andere furonische Technologie lagert. Die Außenhülle hat eine hohe Dichte und damit sollten die Kerne den Fall zur Erde überstanden haben. Das okay. Problem wird eher sein, sie zu finden. Aha, das sind Datenkerne. So, die brauchen wir jetzt für... Tja, dann bleibt um halt Ausrüstung zu bekommen. Übrig, als die oder Fähigkeiten oder so. Ich hoffe, einen UFO. Zu finden. Ja, aber wie gut klappt... Also, wie chillig ist es mal wieder, ein Local Coop zu spielen? So ja, das, ich bei das so einem Action-Adventure. In den neuesten Games wird das eigentlich sonst nie gemacht mehr. Nee, es war halt eher so klassisch früher so, gerade für Konsolen und so halt. Ja. Ne? So Couch-Sport-mäßig. Okay, hier ist natürlich... Warum sind die Telefonzellen auf der Minimap immer anrufen? Irgendwas kann man da machen. Verkleidung benötigt. Okay. Ja, gelbe Markierung. Und ich folge dir. Ja. Hier vorne ist wieder so ein Dreh mit Anzug. Echt, wo? Hier links hinter der Hecke. Lass den mal versuchen. Oh, nee, lass mal bitte versuchen, sein Gehirn zu zapfen. Warte, ich geh mal ran. X. Ja. Warte, X. Ja. Ich nehme sein Gehirn. Komm. Zack. Jetzt kriege ich 5 Gehirn. Du hast deinen Kopf zermalmt. Wofür sind denn hier Pfeiltasten? Genug? Ich glaube nichts, also bis. Wobei doch. Ja, doch, irgendwas ist da. Egal, komm mal mit, du bist außerhalb der. Du bist gerade ausgelaufen. Oh, ja, ja, ja. Verwende PK, um KGB-Agenten zu töten. PK? Ist wahrscheinlich eine Waffe, oder? Lass mal Kanonen. Oh ja, Alter! Ja, ich habe hier gerade ein bisschen was an dir vorbeigefallen. Okay. Yeet. Alter. Boah. Heftig. Ja, aber stell mal. Oh, hallo. Gib mir dein Gehirn. Ah, das sind Fähigkeiten. Achso, du kannst sie damit zum Kämpfen irgendwie. Okay, das war jetzt rechte Pfeiltaste. Sie ist verliebt. Perfekt. Was mache ich jetzt mit ihr? Ich weiß nicht, vielleicht helfen sie dir jetzt einfach. Jetzt linke Pfeiltaste? Hier kommt ein Auto. Oh, aua!
Oh Gott! Oh Gott, Entschuldigung. Alter, Alter, das Auto angesehen. Mach mal. Ups. Naja, gehen wir weiter. Achso, hier lang. Hä? Was ist das denn? Alarm? Was für Alarm? Ist nicht die CS. Den Datenkern. Der ist hier oben drauf, oder? Bin der hier drin? Kommen wir hier durch? Auf diesem Dach ist ein Datenkern. Ach, wenn du doch nur eine Möglichkeit hättest, da ranzukommen. Klingel mal. So was wie ein. Ach, ich weiß auch nicht. Müssen wir hier rauf, ja, ne? Jetpack! Irgendwie schon. Alter, wir sollen ein Jetpack finden. Ein Jetpack. Gut. Ciao. Oh, Alter! Der fliegt bis nach Meppen. Okay, wir brauchen ein Jetpack. Frag mal die hier. Wir haben ein. Just, wir haben ein. Was hast du gemacht? Ich hab ihn einfach weggeschleudert. Ich komm zu dir. Alarm, ja. Okay, ich glaube, man soll dem folgen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich gehe irgendwie mal näher ran. Ich schau mich mal rund ums Haus um. Guck mal, hier ist ein Tor. Irgendwie müssen wir ja auch schon da. Ja, ich glaube, hier gehen Treppen hoch. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Lol. Weil das Ding hier gelandet ist. Nee, man muss tatsächlich hochgehen. Ja, wow, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Ach doch. Okay. Wo ist das Ding? Ach, da. Ja. Oh Gott. Immer vor unseren Füßen. Eat. So, verwenden. Katzen. Jetzt haben wir Jetpack. Oh, geil. Alter, wie sieht das denn aus? Okay. Ja, nice. Wie benutzen wir das? Ja, du kannst ja auch ein Headset auf. Also, es war jetzt, ich glaube, also. Na, wie du magst. Ich muss mich nur kratzen. Wie viel. Alter, du wurdest direkt getroffen. Ah! Okay. Okay. Wo ist die Leiste? Wann es alle ist? Okay, gibt's nicht. Ist einfach mit der Zeit. Ach, so hört sich das Spiel also an. Ja, ist halt auch ein anderes Feeling. Ne? Mit Sound. Okay, ja, Treppe hoch, oder? Ja, wir gehen zum gelben Punkt. Was sollen wir machen? Sammle den zweiten Datenkern. Oh, wir werden beschossen. Yeet, der ist tot. HGB-Agent, töte sie. HGB-Agent. So. Hier oben ist irgendwas Grünes. Okay, ja, die ganze Vorstadt wird ja sowas von auseinandergenommen. Wie die halt mit Pistolen schießen, ne? Das ist halt. Oh, wer ist das? Was ist das? So, guck mal. Auf meinem Bildschirm. Alter. Ja. Hier, guck mal bei mir. Alter. Aber. Okay. Schau, guck mal, ich werfe mal da oben zum Turm, ja? Ja, vielleicht triffst du ja. Ah, ein bisschen Feuer. Nicht weit genug. Aber ich habe ein Gehirn gezapft. Okay, ja, ich glaube, die kommen endlos. Lass einfach weiter, oder? Jetzt aber. Ja, der könnte. Nee, schon wieder. Nee, ist zu weit weg. So, dann komm mal mit. Jo. Links nach rechts. Ah, der zeigt mir mal ein bisschen den Weg. So, Abfahrt. So. Jetzt kriegen wir vielleicht das UFO. Oh ne. Eine heftigere Wumme. Als ob das so ein. Wie heißt das? Carporn oder so? Wo die so ihr Auto so richtig abfilmen. Tödlicher Abpraller Auflage. Ja, aber RT ist das Laserding. Blitzding. Größere Gegenstände wie Autos können nur bei voller Aufladung abprallen. Nee, jetzt kannst du umschalten. Mit hier oben RB. Jetzt hast du wahrscheinlich eine Fähigkeit freigeschaltet. Ah. Weißt du, jetzt kannst du mit LB. Zack, Desolator. Zack, dann change das. Hier ist ein Auto. Pass auf, ich nehme mal an hier. Ich nehme das Auto, komme bei mir. What the fuck? What the fuck? Und nochmal. Ja, das war's mit ihm. Alter. Was? Du bist ja viel wichtiger. Zack. Yeet. Aber ich glaube, du hast nur drei Schuss, glaube ich. Das ist halt so ein. Das ist halt so ein geiles Game.
Und rutsch in die Scheiße, weg. Sitzt hier wer drin? Ja. Die Karma haben wir am Start. Der Schrott. Ich finde geil, was die immer für Schlitten haben. So, jetzt sollen wir hier Leute töten. Okay, die sind erstmal weg. Der geht jetzt zur Sonne. Genau. Warte, nee, oben hier. Hier, Meteor geht jetzt zurück. Alter, ist so geil, wie man die wegkommen kann. Zack. So, jetzt habe ich Zack. Ja, ist ein bisschen. Ich muss erstmal ein bisschen reinfinden. Ja, die beide. Oh. Tschüss. Ciao. Ey, ey, ey. Ja, hier, wenn die in der Gruppe stehen, ist Laser ultra gut. Oh, schön. Schön, schön. Schön. Ja, schön auch bei. Oh, scheiße, ich bin fast tot. Einfach gegeneinander fliegen lassen, oder? Hier ist noch so ein Pfeil. Ist das auch noch ein Typ? Ich habe neue Befehle. Ah, nee, bist du. Fast gestorben. Mission accomplished, glaube ich. Meinst du? Ja. Also sind das immer so kleine Missionen, ja, ja, wo man immer nur sammelt und dann ist man in der nächsten. Okay, verstehe. Furotech-Zellen? Kriegen wir 7. Verwende PK, um KGB-Agenten zu töten. Verwende den Desolator, um KGB-Autos zu zerstören. Das hätten wir machen sollen. Ach so, ja. Jetzt sind wir nur bei 90% gut. Naja, Mensch. Was soll man machen? Ich verstehe das nicht. Boah, Alter. Wir dieses außerirdische Raumschiff doch aus dem Himmel gelassen. Und trotzdem hat dieses verhutzelte alte Männchen überlebt. Ja, Goldfinger. Diese Chopper sind sehr als wir James Bond, ne? Ja, 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 ja. Ich spucke auf sie. Er hat wirklich gespuckt. Trotzdem. Trotzdem. Informiere den Kreml, dass wir die Operation wie geplant fortsetzen. Sag ihnen, wir brauchen so viel Revelate, wie sie verschiffen können, und zwar so bald wie möglich. Da, Agent Volanchov. Und unser amerikanischer Vertrieb? Ist ahnungslos. Er wirkte sogar recht begeistert von der ganzen Sache. Er glaubt, die Plörre diene der Revolution. Und das tut sie auch. Aber ich denke nicht die Art der Revolution, die er sich erhofft. Idealisten. Ich spucke auf sie! Ich habe das Gefühl, das werden wir nicht zum letzten Mal hören. Revolutionen beginnen mit Ideen, aber sie enden mit Waffen und Gulags. Naja, es spielt keine Rolle. Die Bürger von Bay City begeben sich bald auf einen sehr schlechten Bay Trip. City. Ich finde geil, wie diese ganzen KGB-Leute einfach. Ich spuck auf, so. Junge. Wer ist er? Polizei geht von gewaltsamer Hippie-Performance-Kunst aus. Ja, vermutlich. So, so, wollen wir irgendwas zerstören hier? Moin, Chef. Zack, gut. So reden wir mal. We have all the flower children gone. Meine Güte, Pox. Mir ist immer noch ganz schwindlig. Was zum Teufel ist hier los? Warum sind diese Ruskis hinter uns her? Ehrlich gesagt mache ich mir mehr Sorgen darum, dass der KGB es geschafft hat, so erfolgreich einen Doppelschlag zu führen. Normalerweise sind die nicht so gut organisiert. Hendrik beim letzten Mal initiiert, diesen kleinen. Bevor sie noch mehr Überraschungen auspacken. Okay, also was soll ich tun? Einfach Klinken putzen, ein paar Leute foltern? Nein! Aber die Stimme passt zu deinem Aussehen. Ja. Du hast auch so Löcher, die so atmen. Mensch, ja, in die Luft jagst. Ja, okay. Ich wollte auch nur etwas brainstormen. Dann hör auf damit. Ich habe mir die Akten über Kriminelle bei den örtlichen Ordnungskräften angesehen. Offenbar gibt es einen Informanten in Bay City, der immer weiß, was auf der Straße gerade abgeht. Sie nennen ihn der Freak. Aha, der Freak. Also eine Art Informant. Der Freak, also ja, von dem habe ich gehört. Der ist in der ganzen Stadt gut vernetzt. Er ist allerdings echt drüber. Nach allem, was ich gehört habe, braucht er nicht mal mehr Drogen. Er lebt in seiner eigenen kleinen mentalen Lava-Lampe. Aber wenn einer von diesen kleinen Stinkeäffchen weiß, was der KGB vorhat, dann die muss er es sein. Dann schlage ich vor, dass du ihn findest und herausfindest, was er weiß. Na dann. Mission annehmen. Ja. Alles klar, genug Gelaber. Ich geh dann mal und find unseren kleinen Hippie-Freund, den Freak. Ja, Abfahrt. Ja, weil Hippies sind halt Freaks. Na klar. Der Freak.
Ist er da schon? Gibt's jetzt hier Stress? Oh oh. Wer ist sie? Hä? Die schieße ich jetzt erstmal in den Himmel. Nee, ich glaube, die übernehmen wir und mit ihr rufen wir. Guck mal. Oh. What the fuck? Irgendwie kann man auch Leute übernehmen und mit denen. Ich bin mir jetzt auch nicht allzu sicher, was da passiert. Plötzlich so eine Regenbogenbrille. Ah, jetzt. Siste, freie Liebe. Freie Liebe zwingt Ziele zu tanzen. Ja, was auch sonst. Eine Party starten. Erfasse genug Menschen mit freier Liebe, um alle zum Tanzen zu zwingen. Okay, dann machen wir das. Hier, freie Liebe. Oh, Leute. Alles okay, da oben? Ist doch gar nicht. Das Auto tanzt auch. Aber wie sterben die jetzt? Okay, können wir die jetzt töten so lange? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, was das bringt. Also genau. Ciao. Ciao. Oh Gottes Willen. Ciao. Oh Gott. Junge, die Sound. Die pfeffern aber auch weg. Aus deiner Perspektive sah es gut aus. Warte, wenn die ja tot sind, kann man auch nochmal Gehirne saugen. Oh. Oh Gott! Was mach ich jetzt? Verdammte Uniform, schmeckt schon wieder. Das war's. Morgen gebe ich meine Knarre und meine Marke ab. Und dann auf zur Kommune in Merrick. Behinderst meine Justiz! Alter, ist das dumm. Das ist ja einfach blödes Ding. So, ich hab ihn gehört. Was bringt das, oh mein Gott! Ich sammle mir ein paar Gehörne. Ja, gut. Was war das? Bewegung! Wie kommen denn die Leute noch? Zack! Zack! Ciao! Guck mal, das Auto haut jetzt ab. Zack! Zack! Oh Gott! Es steckt im Boden. Ja, aber dagegen ist das Blitzding schon mal mit Abstand das Schwächste. Ja, das, ich sag mal so, ich glaube, es macht halt Damage und bringt sie halt. Oh, Servus. Um die Ecke? Ja. Aber es ist halt das Langweiligste von allen Leuten. Oh, da ist irgendwas Niemandes gedroppt. Oder war er das? Also kommen wir jetzt unendlich hoch. Nee, Polizisten. Boah, Alter. Ja, ich glaube, die Polizisten. Aber wir sollen doch hier bleiben. Wir sollen hier was machen. Oh, ne, wir sollen den irgendwie. Können wir vielleicht irgendwas mit der Liebe machen? Wende Körperfresser auf einen Kopf an. Körperfresser? Buddelbestie habe ich. Das ist neu. Ach, der ist verknallt. Körperfresser. Hä, ich will den hier. So, Buddelbestie. Polizei, aus dem Weg! Nee. Wo ist der kleine Freak denn? Wo ist der kleine Freak? Junge, was? Oh, ich bin gleich tot. Oh, mich hat's zerrissen. Da bin ich wieder. Servus. Ja, ich versuche hier noch. Aber also, wir müssen jetzt Körperfresser benutzen. Was ist denn falsches nach oben? Schleicher, Schwein, Bulle. Das klingt alles gar jetzt nicht machst du wieder eine Party. Ja, true. Ja, und? Ja, warte mal. Ja, siehst du das? Du bist feiern wieder. Hast du einen Körper? Wende frei lieber an, um eine Party zu schauen. Haben wir. Wende Körperfresser auf. Was ist Körperfresser? Körperfresser wurde uns doch nicht beigebracht. Das wird Zappomatik, freie Liebe. Buddelbestie ist neu und darüber wurde noch nicht geredet. Oder ist irgendein Symbol da? Ich weiß nicht, was das ist. Ja, und wenn ich denke, ich wende es an, wende ich wieder halt diesen Diskulator an. Vielleicht musst du das gehören. Ja, wir haben ja auch noch eine neue Pfeiltaste. Zapp ihn ab, zapp ihn ab. Oh, du bist ja fast tot. Ja, ja, again. Nee, komm mal, übel viele Polizisten. Überall, komm mal auf die Minimap. Beweg deinen Arsch!
Das sind so viele. Es werden auch immer mehr. Ich glaube, wir müssen reinhauen. Körperfresser. Ja. Lass mal auf dem Dach irgendwie. Ja, okay. Was? Was hat er gesagt? Ich bin mir auch nicht sicher. Meine. Ich glaube, ich habe was Falsches verstehe ich auch. Okay. Also, ich bin jetzt auf dem Dach. Sam. Moin. So. Wende Körperfresser auf einen Kopf an. Ich glaube, das hat was mit den Pfeiltasten zu tun. Ja, muss ja irgendwie. Vielleicht gehen wir erstmal in Kognito und die hauen alle rein. Ja, ich gehe davon aus. Ich weiß nicht, wo sie... Oder sie kommen sie alle? Rücken sie an. Ja, Party, ne? Alle tot. Ja gut. Aber was ist denn Körperfresser? Weiß ich nicht. Senke die Alarmstufe, wende Körperfresser auf einen Kopf an. Kopf, warte, müssen wir vielleicht einen so hier hoch mal hochholen? Ja, hol ihn mal. Oh. Servus. So, ich glaube, der lebt nicht mehr. Oh, scheiße. Und bei mir gucken nur die Beine aus dem Boden. Scheiße, eine Sekunde. Warte, hier müsste er jetzt dann liegen bleiben. So. Können wir jetzt damit irgendwas machen? Also, die sind ja auch gelb markiert, die wir Körper fressen sollen. Vielleicht nehmen wir die mal in die Hand? Ja, guck mal, das hier links vielleicht, mit dem Fragezeichen oben? Nee, was Neues ist das mit der Gedankenblase. Aber guck mal, der steht auch hier so. Entschuldigung. So, ich mach das mal mit Falters so. Was muss ich machen, damit die lokalen Nachrichten über eine Verfolgungsjagd auf dem Freeway berichten? Da passiert aber nichts. Nein, 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 das ist Gehirn. Ah, jetzt? Ist das Körperfresser? Ich bin mir nicht sicher. Okay, was ist links? Oh, was machst du? Ich habe jetzt rechts die Falltaste. Ja, das ist der für uns. Immerhin kann ich mich darauf verlassen, dass Elvis es ist der keine Arme. Sünde, zu extremen Maßnahmen zu greifen, um die Konformität zu verteidigen. Was bist du? Muss man mit der Liebe irgendwie Sachen machen? Muss man irgendwie nah ran und dann... Was zum Teufel ist das Körperfresser? Haben wir das irgendwie überlesen? Oder? Machen wir mal kurz... Komm, wir gucken mal hier in den Steuerungen. Ja. Tastaturbelegung. Nee, du. Ah, ja, ich muss. Hier, Körperfresser. F. Aber Controller unbelegt. Hier, guck mal bei Controller. Ja, wollen wir mal kurz mit Tastatur spielen? Meinst du? Ja. Darf ich mal? Das ist so schon schwer genug. Entschuldige mal. Das ist bei dir Y. Leg dich nicht mit mir an. Was zur... Aus der Bahn, du Depp! Ah, du musst es spammen, nicht gedrückt halten. Ah. Jetzt sind wir ein scheiß Polizist. Ich glaube, also es war halt im ersten... Können wir irgendwie den hier... Jetzt verstehe ich. Ah, jetzt sind ich glaub, wir alle. Wir haben es überlesen. Okay. Irgendwie. Geil, verwende die Polizeibox, um einen Anruf zu tätigen. Na klar, mach ich. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal die... Ich bin eine... Okay, all good. Polizeizentrale, ist dieser Notfall? Wir haben ihn! 10-4, an alle Einheiten, Einsatz beenden! Ach so, okay, jetzt hauen alle rein. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Pass auf, Kumpel! Okay, dann kommen wir hier lang. Ja, kommen wir hier lang. Ja, let's go. So, wer ist er? Ne, wir sollen ja den Freak finden. Können wir es als Polizisten? Das ist ich geil. Kann jetzt auch gar nicht meine Waffe mehr wechseln. Ja. Anrufen. Prank Call. Mach mal. Polizeihauptquartier, Officer Johnson. Liefern Sie auch? Ja, aber das kostet $2 extra. Im Moment. Was? Das war ein heftiger Prank, Diggi. Call the all clear. Call in backup. Ja, gut. Ach, guck mal, da unten ist jetzt hier ist gelb.
Du hast jetzt überall Party? Ich hab hier unten. Die tanzen alle. Aber die ganze Stadt, sobald wir irgendwie ein paar machen. Cortex. Okay. Hier ist auf jeden Fall. Aber wir haben eine neue Mission. Wir müssen hier einmal durch den Park. Ach, du hast Leute belauscht, kann es sein? Scheint so. Ich komme mal zu dir. Ja, hier vorne ist ein Missionsziel, ich warte kurz. Oh, ich finde das ganz gut gelöst mit, wieso die Bildaufteilung ist. Ja, true. Es fehlt nichts. Ja. Okay, Abfahrt. Oh, du hast dich wieder ver... das läuft ab. Das läuft der Film. Nur ein bisschen für den Free Groovy. Okay, dann... Müssen wir jetzt einfach hier Y. Nur Hippies sind für Hallo. Den Free Groovy. Hey, Kipkopf. Ich suche nach einem Typen, der weiß, hey, was Kipkopf. In der Stadt so abgeht. Die Kids nennen ihn der Freak. Du hast ihn gefunden, aber ich sitze auf dem trockenen Mann. Das ist einfach ohne. Ausgemüht, weißt du? Versuch's nächste Woche früher, mal. Nee, ja. Nach dem Russen fragen. Was ich brauche, sind Informationen. Was weißt du über die Ivans in den billigen Anzügen, die unsere Party gesprengt haben? Du meinst diese Typen vom KGB? Die Typen sind harte Nüsse, total enthaltsam. Neben denen sieht Jack Lord aus wie Abby Hoffman. Aber sie haben die Party nicht gesprengt, die waren eingeladen. Und wer hat den KGB ich frag mich, eingeladen, ob auch dieselbe Stimme um uns jetzt die Stimmung zu versauen? Frau da ich hab gehört, das war der hey. Hengst, der die Kommune leitet. Hm. Ich weiß seinen echten Namen nicht, aber er nennt sich Coyote Bongwater. Das ist schon ziemlich passend. Angeblich ist er sowas wie ein Meister der tantrischen Meditation und des spirituellen Heilens. Was ich sicher weiß, ist, dass diese Mädels ihm aus der Hand fressen. Ah. Nach dem Aufenthaltswort von Bongwater. Okay, du hast mein Interesse geweckt. Wo finde ich diesen Coyote Bongwater? Ich habe gehört, er ist ziemlich paranoid. Er hängt nie lange im Park herum. Ich habe auch gehört, er hat irgendwo eine Bude, aber wo weiß weil ich nicht. Eben weil hier so über Meteoriten regnen. Ja, jetzt schön alle im Park mal eine Party. Neuen Stoff, Coyote Bongwater. Ein Getränk wie so eine Dosenlimo. Nennt es Revelate. Was für ein Mistsack. Wenn du ihn willst, dann ist das deine Spur. Finde Revelate, dann findest du wohl auch Coyote Bongwater. Hat der einen richtig heftigen Joint hinterm Ohr? Was ist in diesem Revelate-Zeug drin? Er behauptet, es wäre so eine Art völlig natürliches Elixier, das deine kosmische Wahrnehmung verbessert. Sowas in der Art. Bongwater sagt, das wäre der Anstoß einer weltweiten Revolution gegen das Establishment. Welch Hippie doch. Toll. Toll! Sonst sind die Affen eher ab als anstoßend. Danke dir, Freak. Ich gehe dann mal und suche Coyote Bongwater. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe. Ich auch nicht. Kann man den jetzt töten? Mann! Wow. Wow. Hammer! Hammer! Ich bin eins mit dem Universum! Ja, ich lass ihn mal fliegen. Nur noch schlimmer. Warte, der kommt jetzt wieder runter, oder? Oh mein da Gott, ganz der hin, fliegt übel weit. Okay, wo ist Coyote Bongwater? Im Süden. Ja gut. Dann ab in den Süden. Wo ist der kleine Freak? Da seht ihr doch! Ich würde jetzt für eine Dusche töten. Aber das müsste ich mir dann eben anhören. Das ist einfach... Das ist einfach krass, wie so kein Mund. Abflug. So. Und Abflug. Und Abflug. Oh, der kam aber wie Superman hier über mich hinweggeschossen. Oh, ich bin der Abenteuer wäre der Wahnsinn. Solche Knappen. Alter! Mystische Spione! Ja, pass ruhig. Ja, ist okay. Wegen dem Bus. Boah, Treffer. So wie die mit dem Kopf voran einfach neben dir einschlagen. Ja, wir sind vorbei. Oh, wir hatten ja, zu viel Spaß. Nee, hä? Ach, scheiße. Jetzt kommt wieder. Egal, wir holen mir die. Zack. Warte, ich nehme die Karre. Hey,
Ich nehme die Karre. Oh shit. Ich rufe an, ja. Ciao. Hat doch alles funktioniert. Ziel eliminiert. Kommando zurück. Ich hab den Einsatz eigentlich beendet. Oh, das ist ein KGB-Typ. Dann geh weg. Alter. Ja, einfach weg mit dem. Wer ist dem. Er hier? KGB-Cover. Wer ist er? Zack. Und weg damit. Geh nicht. Warte. Ey! Einfach alle in die Ecke hier. KGB, Leute. Okay, ich will ab Zivilisten getötet. Zack. Ja, macht er nicht. Zack. Hoppala. Oh Gott. Ja, genug. Okay, ja. Ich glaube, wir sollen hier rein. Aber wahrscheinlich müssen wir. Nee, interagieren. Ja, hat schon gereicht. Perfekt. Einfach die halbe Stadt ausgelöscht. Oh. Und als nächstes beginnen wir mit den Shakti-Einzelkursen. Ich gebe jeder von euch private Stunden zum Thema Kriyanishpati, der höchsten Ebene der tantrischen Freuden. Jede Sitzung kann bis zu 10 Stunden dauern. Also denkt ans Frühstück. Das war alles für heute. Denkt daran, wo auch immer ihr hingeht, ich werde da sein. Der Glanz in eurer Sonnenmilch, der Schimmer im Mondquark. Bodhisattva, Bodhisattva. Moin, was geht denn so? Rate nochmal, Sonnenscheinchen. Das hast du dir ja schön eingerichtet. Billiger russischer Fusel, blutjunge Hippie-Mädels ohne Unterwäsche. Du bist schon ein Mann nach meinem Geschmack. Dann schließ dich uns an. Wir stehen kurz davor, die Menschen in dieser Stadt zu befreien. Bald werden sie die Wahrheit erkennen und unsere wunderbare Utopie annehmen. Das Bay City Superorganische Kommunalkollektiv und Komposthof. Bist du dabei, Mann? Ob ich dabei bin? Alter, du versaubeutelst die Hirnstämme. Ich werde dich umbringen müssen. Mich umbringen? Verzieh dich, Genosse. Oh. Meine Leute kümmern sich darum. Was hat er nochmal gemacht? Pazifisten. Oh. Was für ein Schwindler. Okay, er ist entkommen. Das war ein epischer Move. Perimeter durchbrochen. Oh, jetzt ist der Typ da. Ciao. Ja, jetzt kommen wieder ordentlich Leute. Ich aus Versehen. Naja, die Zivilisten, ne? Aber hilft ja nicht. Aber Stenno Zivilisten. Und? Davon gibt es so viele. Zack. So. Was ist jetzt los? Eieiei. Oh. Ciao. Ciao. Oh Gott. Geh. Aua. Okay. Ja. Hey, das sind neue Gegner. Die haben so Rüstung, ne? Also, das sind die aus dem. Ja. Ciao. Kann ich da einen Gehirnstamm ziehen? Hätte ich Bock. Ach, man muss X ausspammen. Was ist das? Ja. Perfekt. Where have all the flower children? Das war einfach übelste Hippie-Mission. Töte KGB-Agenten mit ihren eigenen Granaten. Ja gut, haben wir ja auch gemacht. Hä, hey, warte. In der Cutscene? In der Cutscene, ja, das stimmt. Alter. Okay. Ich bin immer noch die Frau. Ja, warte. Okay. Leute. Das war ein erstes Reinschauen in Destroy All Human 2. Es geht jetzt weiter bei Stechsterzig auf seinem Zweitkanal. Schaut da gerne vorbei. Ist ein wildes Game. Ist ein wildes Game. Ja. Ich mag das Couch Coop Ding. Das gibt man so, kriegt man so heute nicht mehr so häufig. Ja. Ne? Aber ist ja auch nicht nur Couch Coop. Also geht auch online oder ne und so weiter. Oder auch Solo. Oder dieses Tennis, der Tennismodus. Ja, es gab Telekinese-Tennis. Wollen wir da auch nochmal reinschauen? Können wir. Gucken wir uns an. Hoppa. Ja,
Geht gerne auf den Link in der Videobeschreibung und in den Top-Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi.